Oh, jetzt haben wir es. Das ist die Brille, Leute. Crazy. Okay, der große Reveal in 3, 2, 1. Okay, lasst euch kurz konzentrieren. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, lange hat es gedauert, heute ist es endlich wieder soweit. Wir haben wieder Kohle verbrannt, wir haben wieder Geld ausgegeben und viele Sachen gekauft, wo alle auf ihre Kosten kommen. Dinge, die alle furchtbar finden, Dinge, die alle nice finden und vielleicht auch Dinge, die jedem egal sind. Wir haben alles hier versammelt. Wir werden das heute in diesem Shopping-Stream unboxen und natürlich auch gleich anprobieren und schauen, was passt nicht. Wir haben ein Money-Hemd dabei, das war beim letzten Mal schon eine Katastrophe. Vielleicht sitzt es. Was auf alle Fälle sitzt, ist das Hemd, das ich hier trage. Das MEM Neoprenhemd jetzt wieder verfügbar. Gleich schauen auf memvienna.com. Das ist jetzt gerade statt 147 um 97. Perfekt für den Sommer in einem Neoprenstoff. Sehr elastisch und kühlt auch schön ab. Also holt sich dein Shirt, solange der Stock noch verfügbar ist. So, genug vom Plug. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Sachen an. Wir haben aber nicht nur einzelne Bestellungen von Farfetch dabei, sondern auch Dinge, die es irgendwie nie ins Unboxing geschafft haben. Und ich habe mir was gekauft. Das ist dieses Ding da unten. So eine Investmentgeschichte vielleicht sogar. Kunst das erste Mal auf diesem Kanal, abseits von den MEM-Kollektionen. Ich würde sagen, wir legen mal mit den Dingen los, die ich euch noch nicht gezeigt habe offiziell. Mit einem Piece, das ich mir auf Mykonos gekauft habe. Das ist jetzt echt schon lange her, aber ich habe es nie hergezeigt. Das ist die Louis Vuitton-Brille von der vorletzten Virgil Abloh-Kollektion. Wir haben es hier in so einem nice Schächtelchen natürlich drin. Kennt man. Dann ist das Ganze nochmal, da ist irgendeine Beschreibung. Wer braucht eine Beschreibung für Sonnenbrille? Da frage ich mich, aufsetzen und fertig, oder? Ich meine, Entschuldigung, wie deppert kann man sein? Das finde ich ganz cool, weil das schaut aus wie so ein Koffer. Seht ihr das? Da drin ist natürlich wieder mal so ein Staubschutz und da ist die Brille drin und ein paar haben es wahrscheinlich schon auf meinem Instagram gesehen. Wenn nicht, dann auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen. Eine sehr, sehr fette Brille, natürlich auch schon mit Flecken drauf. Wir haben hier vorne so einen Diamantenstern, dieses klassische Louis Vuitton-Symbol als Diamant, natürlich keine echten Diamanten, sonst würde das Ding keine 550 Euro kosten, sondern wahrscheinlich, keine Ahnung, 7000. Dann haben wir auf der Seite noch ganz auf schlicht, unauffällig und zurückhaltend das Louis Vuitton-Emblem, damit auch jeder checkt, dass du viel Geld für eine Sonnenbrille ausgegeben hast. Und prinzipiell, wenn du die aufsetzt, ja, das ist natürlich wieder genau mein Fall. Möglichst großer Eyecatcher, möglichst viel auffallen, pompös das Ganze. Also ich feiere es komplett. Ich finde, sie steht mir auch, ohne mir zu sehr auf die Schulter zu klopfen. Das ist auf jeden Fall eine von meinen Favorite Sonnenbrillen. Auch beim Autofahren, weil die nicht ganz so dunkel ist. Der Chat, was sagt der? Die ist wild, viel zu groß, die gehört so riesig, Bruder. Okay, das war das erste Ding. Wir bleiben bei den zurückhaltenden, unauffälligen Dingen und kommen zu einer Jeansjacke, die, wo jeder ganz genau weiß, das war klar, dass ich mir so ein Ding kaufe. Vetements, man kennt die Marke, auch oft sehr plakativ und auch natürlich in diesem Fall. So schaut das Ding aus, ich ziehe die mal an für euch. Was ich extrem gerne mag, sind die Knöpfe. Sind extrem schwer, steht da Vetements drauf. Jacke sieht folgendermaßen aus, aber vom Fitting her finde ich genau die richtige Länge. Schließt mit dem Gürtel ab. Ich trage die in einer L. Der Jeansstoff ist angenehm. Ich habe ein ziemliches Schnäppchen gemacht. Die hat statt 1500 nur 650 oder 700 gekostet. Ich habe noch extra paar Prozente bekommen, weil wir den Verkäufer kannten. Die habe ich direkt in Wien in einem Store gekauft. 8 von 10, 6 von 10. Ja, einigen wird es wahrscheinlich zu plakativ sein. Aber ich finde es ganz cool. Dann würde ich sagen, wir kommen direkt zu den Farfetch-Paketen. Oder, machen wir vorher noch. Luigi, also der Designer von Root, beziehungsweise auch der Gründer von Root, hat eine Kooperation mit Zara. Er hat einige Sachen designt, die werden auch aktuell bei Zara verkauft. Kein Product Placement, das habe ich selbst von meinem eigenen Geld bezahlt und das sind die Dinge, die ich mir geschossen habe. Ich weiß nicht, ob wir alles anprobieren, aber ja, scheiß drauf, wir probieren alles an. Zum einen habe ich mir geholt so einen Windbreaker. Da steht hier vorne einfach RHU für Luigi oben. Ist relativ cropped. Aber ganz chillig, wenn es draußen regnet, da schnell drüber. War nicht allzu teuer, ich glaube, ich habe dafür 70 Euro oder so bezahlt. Blödsinn, 50 Euro nur. Ist die Qualität von den Zara-Sachen gut? Schlecht ist sie nicht. Jetzt habe ich mir ein Ding gekauft, da werden wahrscheinlich nicht alle zufrieden sein damit. Das ist in so einem leicht mintgrün mit gelber Aufschrift hinten. Und wie man schon erkennen kann, ist ziemlich verschnudelt, weil schon lange in den Sacker liegt. Und ärmellos. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Teil. Ich habe mir gedacht, für den Sommer wäre ein ärmelloses Shirt mal ganz nice. Aber ich finde, es wirkt sehr proletig. Wenn man es hier so ein bisschen croppt, geht's. Bestes BMW-Fahrer.
bestes BMW-Fahrrad. Safe, wenn du den Ärmel so draußen hast. Was geht, Bruder? Mach mal Hatzel. Das ist die Jeans. Ich finde den Schnitt mega nice. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ohne Schuhe ist natürlich nicht ganz so nice, aber vom Schnitt her relativ chillig. Eher so eine Baggy Pants. Coole Jeans. Wie Leon so schön sagt, Zara macht die besten Hosen. Ich trage in letzter Zeit sehr gerne Polo-Shirts. Es werden auch wieder Polo-Shirts bei, oder werden überhaupt einmal Polo-Shirts bei M&M kommen. Farbton auch ganz nice, in so einem Hellblau mit einem Neon. Gelb dabei, Lemon, ich habe es angekündigt, das wird die Farbe des Jahres. Deswegen haben wir es so früh schon bei M&M rausgebracht. Übrigens, mmvienna.com, könnt ihr euch noch euren Zipper in der Farbe Lemon holen. Vorne. Kann man mögen, muss man aber nicht. Ich habe mir eine Kleinigkeit anfertigen lassen bei Juwelier Schützlhofer. Das ist derselbe Juwelier, der auch diese Uhr gemacht hat. Es wurde für mich etwas angefertigt als Armband aus Silber. Wie einige von euch wissen, gibt es ja die M&M Zipper. Die sind ja alle maßgefertigt von einem Schmuckdesigner entworfen worden. Deuten eine Wäscheklammer an. Genau, richtig. Hat schon der erste erraten. Es ist eine Wäscheklammernkette. Das ist eine Maßanfertigung. So sieht das Ganze aus. In Silber macht sich eigentlich ganz nett. Ich werde das jetzt mal umlegen. So sieht das Ganze aus und kommt neben dem Maison Marcella Band und der Casio eigentlich ganz gut. Habe ich 3 Monate drauf gewartet und jetzt im Endeffekt sehr zufrieden damit. Das zu dem Schmuck, den ich mir geholt habe. Wegen M&M dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich wird es Juli werden. So, beginnen wir mit dem ersten Piece und ich glaube, das ist die Sonnenbrille. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Sonnenbrille haben wir uns geholt? Die, die im Stream dabei waren, beziehungsweise das Video gesehen haben, die werden jetzt natürlich eine Cold Wall Sonnenbrille erwarten. Muss ich aber leider enttäuschen. Es ist eine Off-White Sonnenbrille geworden, weil die Cold Wall am nächsten Tag, wo ich dann gekauft habe, war dann schon ausverkauft. Jetzt ist es die Off-White Sonnenbrille geworden, die ich aber auch sehr, sehr cool finde. Absolut nice mit diesem klassischen Off-White Farbton. Designed in Milan, Italy. Sehr, sehr schönes Packaging, muss man wirklich sagen. Riesig. Kann auf jeden Fall mit Louis Vuitton mithalten. Bezahlt dafür, ich weiß es nicht, 300 Euro, sowas. Ein paar von euch können schon erraten, welche Sonnenbrille es ist. Da ist die Sonnenbrille drin, okay. Und da, oha, was ist das Weirdes? Eine Tasche zum Umhängen. Wer hängt sich seine Sonnenbrille so um? Aber das finde ich cool. Diese klassischen Käselöcher, die hat man hier jetzt auch in diesem Brillenputztuch mit dabei. Und noch eine Beschreibung. Ganz wichtig, auch hier bei Off-White sind natürlich Beschreibungen am Start. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Ding, der Sonnenbrille. Die ist in so einem Plastik verpackt. Wow, cool, ich sehe es schon. Boah, ich bin echt gespannt. Oh, jetzt haben wir es. Das ist die Brille, Leute. Crazy. So ganz kleine Löcher zum Durchschauen. Also sicher keine Brille zum Einpacken. Aber ich bin mal gespannt. Also sie sitzt schon mal relativ unbequem auf der Nase, aber gibt natürlich einen absolut weirden Look. Wie ich mir schon gedacht habe, man sieht gar nichts. Also man sieht echt wenig. Aber von der Optik her, was ich so halb erkennen kann auf der Seite, feier ich's krank. Ist halt weirder Look mit diesen runden Gucklöchern, oder? Kommt besser als gedacht. Okay, ihr könnt euch selber sehen. Seht ihr das? Ist halt so unpraktisch, safe. Einfach eine Fliege. Charlie und die Schokoladenfabrik angelehnte Brille. Real Talk Elton John. Einfach Elton John, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Aber ich finde es cool. Greift zu und scheißt auch drauf, ob das Frauensonnenbrillen oder Männersonnenbrillen sind. Völlig irrelevant. Keiner kann entscheiden, für wen das ist. Wenn es auf deinem Kopf, auf deinem Gesicht steht und gut ausschaut, scheißegal, was da für ein Label oben ist. Sage ich euch als Tipp. Schauen wir weiter zum nächsten Ding. Ganz schön langes Unboxing. Schauen wir rein, Leute. Was ist es? Es ist... Wir haben 2 Hemden bestellt, ich kann mich erinnern. Boah, Leute, jetzt kommt das wilde Vor-zu-Vor-Hemd mit diesem Gemälde. Ich hoffe, da rennt keiner vorbei und haut mal einen Kuchen drauf. Schauen wir nach, Leute. Cool! Cool, boah, ich bin schon so gespannt, wie das fittet. Das ist das Ding. Was ist das für ein nices Ding? So ein Seidenstoff fühlt sich sehr, sehr gut an, so als wäre es perfekt für den Sommer geeignet. Wir haben 390 Euro dafür bezahlt. Ich habe es in der Größe L gekauft. Wird sich jetzt weisen, ob M nicht gescheiter gewesen wäre. Das ist der Fit. Von der Seite, man sieht hier überall die Gemälde. Auch bei den Ärmeln seht ihr das. Ich glaube, M wäre besser. Kommen wir zum größten Paket. Wir haben uns drüber getraut, die von Osiris D3 inspirierten Skater-Shoes. Unfassbar wild. Übrigens, wer Bock hat, Ease macht gerade extrem nice Shoes. Ease, absolut nice Skater-Marke. Damals, wo ich geskatet bin, einer meiner Lieblingsmarken gewesen. Vor allem dieser Gürtel damals mit dem breiten Gurt.
Standard. Die machen Schuhe, die schauen etwas ähnlich aus, aber nicht ganz so auf die Fresse und schauen wirklich, wirklich nice aus. Ich blende euch die jetzt hier ein und haue euch auch drunter einen Link, wo man die vielleicht bekommen kann. So, genug geschwafelt. Schauen wir rein. Wir haben die sehr günstig geschossen. Es gab auch minus 30% bei Farfetch. Das heißt, wir haben 450 Euro bezahlt. Wieso muss alles so schwierig auf? Das ist ein Scherz. Jawohl. Jetzt leuchtet uns so ein hellblauer Karton entgegen. Sehr, sehr fettes Ding, Leute. Lavin Paris. Wir haben natürlich wieder klassisch einen Lavin Staubschutz. Und jetzt sollten wir dann zu den Sneakern kommen. Wir haben die in so einem Beige gekauft. Die sind extrem fett und schauen richtig geil aus. Oha, Leute. Wie nice sind die bitte? Das ist der zweite Sneaker. Auch die Sohle sehr, sehr hochwertig. Schaut sich das Ding mal an. Die finde ich sehr schön in diesem Colorway. Die gibt es auch aktuell in der Kollektion mit Gallery Department. Ihr seht dann hier auch diese Metall-Rigs. 10 von 10 anziehen, geiles Moped, 3,5 von 10. Finde die Toebox irgendwie komisch. Schaut so glänzend aus. Ja, safe, das ist so leicht lackmäßig vorne, gell? Aber ich finde es cool. Vor allem, weil das so halb Grauleder ist und dann halb mit dem Ding. Das ist auch richtig hart. Oh, hallo. Drinnen sind nochmal Laces. Das heißt, du lässt die quasi mit anderen. Na gut, das ist ja super anstrengend. Ich weiß nicht mal, wie ich den Schuh aufmachen soll, damit ich mit meinem hohen Riss überhaupt reinkomme. Ah, das geht schon. Oh! Boah, wie geil fühlt sich das? Die sind ja riesig! Auch wenn du von unten drauf schaust. Leute, was sind das für Kicks? Also, das war ein guter Kopf. Das ist on-feed schon ziemlich, ziemlich fett. Ich bin absolut zufrieden. Ich glaube, das ist der beste Kopf von diesem Unboxing. Gut, letztes Ding, das Manihemd. Wir haben es mal wieder versucht mit einem Manihemd. Das ist da drinnen. So, schaut so aus. Wir haben so ein leichtes Blumenmuster in so einem... Es schaut lila aus, aber es ist so ein Weinrot. Das Hemd sitzt auf alle Fälle schon mal ganz gut. Aber ich finde es jetzt nicht besonders aufregend. Was sagt ihr zum Hemd? Fit ist nice. Jetzt kommen wir zum allerletzten Ding, Leute. Und das ist das, was da unten liegt. Letztes Piece und teuerstes Piece des Unboxings. Ich habe diesmal Geld ausgegeben für Kunst. Die meisten Menschen in unserer Bubble kaufen meistens nur Uhren oder sonstiges. Ich beschäftige mich aber, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Kunstkonnoisseur bin und mich komplett auskenne, aber es gibt tatsächlich viele neue Talente. Neue Talente, es gibt auch schon bekannte Talente in Wien, die auch jetzt schon international sehr bekannt sind. Und das bedeutet, dass deren Bilder von Jahr zu Jahr steigen. Mir gefällt aber auch so die Kunst sehr. Von Claude Art heißt er, der kommt aus Wien. Und hat auch erst letztes Jahr eine fette Ausstellung im ersten Bezirk im Stephansdom gehabt. Und das heißt schon was. Der geht jetzt immer internationaler. Und ich habe mir gedacht, die Zeit ist reif, um jetzt zuzuschlagen. Vor allem, weil ich aber auf seinem Instagram ein Bild gesehen habe, in das ich mich einfach verliebt habe. Also ich habe mir gedacht, perfekt. Das IKEA-Bild im Vorraum, das muss weg. Da kann ich mir dieses Ding gut vorstellen. Ich hatte es schon mal aufgehängt, aber ich habe es für euch extra nochmal eingepackt, damit das Unboxing-Erlebnis für euch on point ist. Und ich werde es euch jetzt einfach mal zeigen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich kann mir vorstellen, dass die Meinungen sehr auseinandergehen werden. Ja, ich will gar nicht mehr viel drüber reden. Ich zeige es euch einfach. Ich sage euch vielleicht erst im Nachhinein, was es gekostet hat. Dann könnt ihr derweil jetzt noch in den Kommentaren raten. Okay. Der große Reveal in 3, 2, 1. Das ist das Ding, Leute. Wie geil ist es, oder? Das ist ein ganz besonderes Werk. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Dieser Künstler arbeitet gerne mit vorhandenen Werken und gibt denen einen neuen, modernen Look. Das Bild selbst, diese Landschaftsmalerei, hat er erworben für, weiß nicht, ich glaube 1500 Euro. Dazu hat er dann nochmal diesen barocken Bilderrahmen erworben. Der dürfte auch nicht ganz billig gewesen sein. Und dann hat er das Bild verziert. Das heißt, er hat einen Graffiti-Tag drüber gemacht, also so einen Streifen drüber gemacht. Und dann erst diese Pickart oder dieses comic-mäßige Bugs Bunny-Bild drauf gemalt. Und das ist der Look. Also eine Symbiose aus Alt und Neuzeit. Gefällt mir extrem gut. Ja. Vor allem, es kommt gut im Vorraum mit der Belichtung. Ich gehe jeden Tag vorbei und schaue es an, weil ich es einfach wirklich, wirklich nice finde. So, Chat, das ist geil. Das Bild ist übel nice. So nice. 10 von 10. Oh, geil. Freut mich, dass es euch auch gefällt. Ich habe eine absolute Freude damit. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen. Es hätte 12.000 gekostet. Ich habe es für 10.000 bekommen. Glaube ich auf jeden Fall ein besseres Investment als eine Eisdot Casio. Aber ich habe es natürlich nicht nur als Investment gekauft. Okay. Gut, das ist das letzte Teil. Ich hoffe, es waren ein paar Dinge für euch dabei. Vor allem diese E-Sneakers als Alternative für Lavin.
Ich glaube, das ist schon ein heißer Tipp. Wenn es euch gut gefallen hat, dann zeigt mir das mit einem Like. Lasst mir einen Kommentar da, welches Piece euch am besten gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Video. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, wer noch nicht hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.